Sir, Sheriff! Ihr habt euch heute wohl nicht rasiert! Curses, Robin! Verfluchter Robin! Wieder hast du meine abgefeimten Pläne durchkreuzt! In der tiefen Finsternis des Mittelalters ruhte alle Hoffnung der Armen und Entrechteten auf jenen tollkühnen Männern, den sagenumwobenen Gesetzlosen aus den Wäldern Englands. Helden, die furchtlos durchs Unterholz turnten, gewandet in Strumpfhosen und winzige Röckchen, die kaum den Popo bedeckten. Der mittelalterliche Geächtete verkörpert für uns den Rächer des kleinen Mannes. Aber gab es tatsächlich solche Robin Hoods in England? Und wenn nicht, warum denken wir, dass es sie gab? Abgesehen davon, hatte das einfache Volk wirklich keine Chance vor Gericht? Was hat überhaupt der Wald mit Freiheit zu tun? Und die Frage aller Fragen, war ein Gesetzesloser automatisch ein Hosenloser? Auf meiner Suche nach Gesetz und Ordnung im Mittelalter begab ich mich als erstes auf die Fährte einer echten Bande aus dem 14. Jahrhundert. Hier im idyllischen Dörfchen Tee in Mittelengland. Hübsch, nicht? Doch eines Nachmittags im Jahre 1340 wurde der Dorffriede durch einen schockierenden Überfall erschüttert. Eine Gruppe bewaffneter Männer belagerte die Kirche. Nach erbittertem Kampf zerrten sie den bereits seit 20 Jahren hier ansässigen Pfarrer auf die Straße und köpften ihn. Doch die Rollen waren etwas anders verteilt, als man vielleicht annehmen möchte. Die Mörder des Pfarrers waren nämlich tatsächlich eine Gruppe von Ordnungshütern. Der Pfarrer hingegen, sein Name war Richard Folwell, führte eine berüchtigte Bande von Vogelfreien an. Eine Generation nach ihrem Tod wurden die Folwells als Volkshelden gefeiert, die für das Gute stritten. Einer Chronik zufolge nahmen sie das Gesetz in die eigenen Hände und rächten geschehenes Unrecht mit Waffengewalt. Der Ausdruck Folwells Law wurde geradezu zum Synonym für gerechtfertigten Raub. Waren die Folwells also die echten Robin Hoods? Wäre ja toll, aber waren sie leider nicht. Die Folwells waren adlige Brüder, deren Vater auf dem Rittergut Ashby Folwell residierte. Aber warum wurden die erlauchten Brüder zu Kriminellen? 1310 starb der alte John de Folwell und vermachte, wie damals üblich, das gesamte Erbe seinem ältesten Sohn. Den Jüngeren blieb nur die Alternative Kirche oder Armee. Die sechs Nachzügler der Folwells jedoch wählten einen dritten Karriereweg. Sie taten sich zu einer Bande zusammen und machten das Verbrechen zu ihrem Brotberuf. Der Legende nach begann ihre Laufbahn an diesem Stein mit dem Kreuz, wo mit ihrer Hilfe eine missliebige Lokalgröße um die Ecke gebracht worden sein soll. Aber ein Geächteter war man nicht einfach nur so. Für diesen Status musste man sich erst einmal qualifizieren. Das Hauptkriterium war, bei Vorladungen zu Gericht dreimal hintereinander nicht aufzutauchen. Das schafften die Folwells spielend. Damit konnten sie von nun an als vollqualifizierte Vogelfreie ihr Räuber-, Erpresser- und Entführerhandwerk ausüben und sich so ihren Lebensunterhalt verdienen. Und sie waren nicht die einzige Oberschichtbande, die das Land heimsuchte. Da war zum Beispiel die von Sir William Chatterton aus Shropshire, die von Sir Gilbert Middleton in Durham oder die von Sir Henry Leyburn in Kent. Und nicht zu vergessen die Cotterells, die ab und zu mit den Folwells gemeinsame Sache machten. Diese Aristokraten stahlen keineswegs von den Reichen, um den Armen zu geben. Sie waren rein gewinnorientiert und hatten ganze Netzwerke von Informanten und politischen Verbindungen. Der Dominikanermönch John Bromyard beklagte, in England gäbe es mehr Verbrechen als irgendwo sonst. Und zwar vor allem wegen der feinen Leute, die Raubzüge in Auftrag gaben oder sich gleich selbst kriminell betätigten.
Wenn nun aber die Gesetzlosen tatsächlich ganz gewöhnliche Schurken waren, was war dann mit ihrem Gegner, dem bekanntlich äußerst fiesen Sheriff? Well done! You're finally learning how to treat these animals. Hier im Sherwood Forest wird der alte Schmachtfetzen immer noch gegeben, sehr zum Vergnügen des Publikums. Isn't he tall? Don't you think he's tall? Und natürlich missbrauchten einige ihre Macht. Ein Sheriff von Nottingham baute im 14. Jahrhundert eine Art Mafia-Betrieb auf, unter Beteiligung seiner Frau, der Behörden und der Pfarrei. Doch solche Schurken-Sheriffs waren eher die Ausnahme. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die meisten Sheriffs reine Bürohengste waren, die in Papierkram, Klagen streitsüchtiger Bauern und Regierungsdekreten erstickten. Ein Sheriff war damals eine Ein-Mann-Kreisverwaltung. We'll teach him some manners. Bauern foltern und Arme unterdrücken? Der Durchschnittssheriff hatte schon genug mit der Stadtwache und der Suche nach einem feinen Käse oder ein paar schönen Jagdhunden für den König zu tun. Wir teilen bei Erzählungen von Gesetz und Gesetzlosen nur zu gern in Gut und Böse ein. Doch die Realität war weit weniger schwarz-weiß. Im Laufe des Mittelalters veränderte sich das Bild vom Gesetzlosen erheblich und ebenso das Rechtssystem, dem sie sich entziehen wollten. Im England der Angelsachsen sorgten die Leute untereinander für Recht und Ordnung. So eine Art Nachbarschaftshilfe also, nur dass man damit auch Geld verdienen konnte. Den Angelsachsen kam es dabei nicht so sehr auf Strafen an, als vielmehr auf Schadenersatz. Es gab eine streng festgelegte Tarifliste. Verstümmelte Nase, 6 Schilling. Abgerissenes Ohr, 12 Schilling. 50 Schilling für ein Auge, 50 Schilling für einen Fuß und 10 Schilling für einen großen Zeh. Für jeden der 4 Vorderzähne 6 Schilling, für jeden Eckzahn 4 Schilling. Für die daneben 3 Schilling und für alle weiter hinten je einen Schilling. Mit nur einem Volltreffer konnte man reich werden. Also das muss mein Glückstag sein. In jenen Zeiten war es äußerst unangenehm, zum Geächteten erklärt zu werden. Damals lebten die Menschen in kleinen, selbstverwalteten Gemeinden und Ächtung war schlimmer als Exil. Ein Geächteter galt als wolfs- oder vogelfrei, das heißt, man durfte ihn straflos töten. So jemand lebte ständig auf der Flucht, außerhalb der Gesellschaft. Doch 1066 wurde England von den Normannen besetzt. Ein Rechtssystem, das auf die Kooperation aller, also auch von Eroberten mit Eroberern baute, war da einfach nicht sehr realistisch. Also halfen die Eroberer mit ein paar Neuerungen wie der Kollektivstrafe oder dem gerichtlichen Zweikampf aus. Gerichtlicher Zweikampf klingt nach würdigen Schwertgefechten zweier Ehrenmänner bei Sonnenaufgang, doch die Realität war sehr viel handfester und manchmal sogar richtig lustig. Zum Beispiel im Falle Thomas Whitehorn gegen James Fisher. Ihr Duell fand zwar durchaus bei Sonnenaufgang statt, doch statt Schwertern gab das Gericht zum Kampf jedem ein Widderhorn. Die beiden taten ihr Bestes, einander damit umzubringen, aber die Hörner hielten nicht viel aus und zerbrachen schnell, woraufhin sie versuchten, einander tot zu beißen. Hier eine zeitgenössische Schilderung. Whitehorn warf Fisher zu Boden und biss ihn ins Gemächt, worauf dieser laut aufschrie. Doch Fisher hieb seine Zähne in Whitehorns Nase und stach ihm den Daumen ins Auge. Whitehorn winselte um Gnade, gestand alles und wurde gehängt. Fisher jedoch verließ aus sehr persönlichen Gründen den Ort und lebte fortan als Einsiedler. Diese Art Justiz konnten die Normannen sich sonst wohin stecken, dachten wohl so einige Angelsachsen, denn viele lebten lieber als Geächtete, als sich vor Gericht stellen zu lassen. Mitte des 12. Jahrhunderts brach das Rechtssystem zusammen. König Heinrich II. Führte daraufhin ein für England völlig neues Verfahren ein, das die Rechtsprechung zurück in die Hände der Gemeinden legte, das Geschworenengericht. Allerdings etwas anders, als wir es kennen.
Die Geschworenen des Mittelalters mussten nicht etwa unbefangen sein, sondern sollten im Gegenteil die Prozessparteien möglichst gut kennen. 1344 zum Beispiel, als Alice Folwell von der Folwell-Bande vor dem Oberhofgericht in London stand, holte man die Geschworenen eigens aus ihrem Heimatdorf Tee herbei. England hatte alles andere als einen Mangel an Gesetzen. Es gab viel zu viele davon und sie wollten das Leben bis ins kleinste Detail regeln. Doch die Menschen lernten schnell, diese Gesetze zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Die kleinen Leute hatten Robin Hood gar nicht nötig. Wozu gab es denn Anwälte? Die bis zu 700 Jahre alten Prozessakten sind eine faszinierende Lektüre. Wie ist das Rechtsverständnis des Mittelalters verglichen mit heute? Die Leute waren damals extrem prozesssüchtig, so wie etwa heute in den USA. Die mittelalterliche Gesellschaft war sehr rechtsbewusst. War das Recht ein teurer Spaß? Für ärmere Leute gab es eine primitive Form der Prozesskostenhilfe. Und man konnte einen Anwalt auch in Naturalien bezahlen. In diesem Dokument steht, dass die Person, um die es geht, ihren Rechtsbeistand mit Fromage et Beurre, mit Käse und Butter entlohnte. Damit käme man heute nicht mehr weit. Nichtsdestotrotz ließen es die Gerichte keineswegs an Würde und Sorgfalt mangeln. Sämtliche Prozessakten sind bis ins winzigste Detail archiviert. Diese Gerichtsrolle des Londoner Court of Common Pleas, des Zivilgerichts, enthält alle Fälle eines Jahres. Einer ist besonders lang und verwickelt. Ein Richard Orring aus Exeter hatte den langen Weg nach London gemacht, um einen gewissen Henry Hull zu verklagen. Dieser war seinen Angaben nach mit Schwert, Pfeil und Bogen in seinen Garten eingedrungen. Man kann es sich geradezu bildlich vorstellen. Dramatisch! Hull habe seine Hecken zerstört und am Ende sei er noch um die Hecke herumgelaufen und habe die Schnipsel aufgesammelt. Es geht um Heckenschnipsel? So ist es. Da man nun schon wegen Heckenschnipseln zum Gericht rannte, gingen immer mehr Leute einfach nicht mehr hin und waren nach dem dritten Nichterscheinen Geächtete. Mitte des 14. Jahrhunderts war praktisch jeder schon mal geächtet worden. Keine große Sache, in etwa so, wie wenn einem heute die Kreditkarte eingezogen wird. Es war also nicht mehr so schlimm, geächtet zu sein. Und damit wurde es umso schwieriger, die Leute überhaupt noch vor Gericht zu bekommen. Darum schaffte man sich Gebäude wie dieses an. Den Kerker. Wer hier einsaß, wurde nicht bestraft, sondern lediglich bis zum Prozess festgehalten. Die Gefängnisse des Mittelalters waren Privatbetriebe. Dieses hier gehörte dem Erzbischof von York. Und der machte damit ein Heidengeld. Der 1330 eröffnete Kerker in Hexham in Northumberland war das erste Gefängnis in England, das als solches geplant wurde. Ob Sie es glauben oder nicht, die Häftlinge mussten damals für ihren Aufenthalt bezahlen. Übernachtung, Essen, Brennholz, Beleuchtung und das im Kerker gebraute Bier. Mittellose Insassen durften in den Straßen betteln, solange nur der Erzbischof zu seinem Geld kam. Hier in Hexham gab es verschiedene Komfortebenen, je nach Geldbeutel. Habenichtse kamen nach unten ins Verlies. Dort gab es weder Fenster noch Frischluft noch, Gott sei's geklagt, Toiletten. Im Erdgeschoss hingegen hatte man schon einen Waschraum und im ersten Stock einen offenen Kamin. Wer es richtig krachen lassen wollte, residierte hier im obersten Stock mit dem Kerkermeister. Bad und zwei Kaminen. Interessanterweise war man nicht verpflichtet, vor dem Geschworenengericht zu erscheinen. Aber wer sich weigerte, wurde so lange drangsaliert, bis er doch einwilligte oder starb. Im Mittelalter wurde in England tatsächlich nicht etwa gefoltert, um jemanden zu Geständnissen zu bewegen oder ihn zu bestrafen. Es ging einzig darum, dass er vor Gericht erschien.
Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass viele sich lieber ganz der Rechtsprechung entzogen und als Vogelfreie weiterlebten. Vor allem, wenn es um Kapitalverbrechen wie Mord ging. Es muss durchaus seine Reize gehabt haben, hier draußen im grünen Zuhause. Dennoch sollte man das Leben eines Geächteten in den Wäldern auch nicht allzu sehr romantisieren. Der Wald damals war nämlich so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was wir uns heute unter Forest vorstellen. Manchmal gab es dort noch nicht einmal Bäume. Eine der ersten Großtaten Wilhelms nach der Eroberung Englands 1066 war der New Forest. Ich dachte immer, er hätte viele Bäume gepflanzt, um darunter schöne Picknicks zu veranstalten. Aber weit gefehlt. In Wirklichkeit ging es darum, dass der König ganze Landstriche samt Städten und Dörfern zu seinem persönlichen Jagdrevier erklärte. In diesen Gebieten galten eigene, ziemlich harsche Gesetze und Forest war einfach nur der Geltungsbereich dieses Forest Law. Seine Einhaltung wurde von einer Armee königlicher Beamter überwacht, die mit drakonischen Strafen gegen Wilderer vorgingen. Der Earl of Cardigan ist in der 31. Generation Jagdaufseher des Savernake Forest. Seit der normannischen Eroberung sucht seine Familie rastlos diese Wälder nach Gesetzlosen und Wilderern ab. Wenn jemand aus der Gegend das Jagdwild des Königs störte, drohten ihm fürchterliche Strafen. Welche denn zum Beispiel? Üblich war wohl, da man beim Bogenschießen zwei Finger zum Spannen der Sehne braucht, einen der beiden abzuschneiden, in schweren Fällen auch beide. So konnte derjenige nie wieder auf das königliche Wild schießen. Da kommt diese Geste der Verachtung wohl her. So zeigten die englischen Bogenschützen den Rittern, dass sie noch schießen konnten. 100 Yards halb links, unter den Bäumen, Ihre Blickrichtung. Wilhelm der Eroberer liebte Hirsche angeblich wie ein Vater. Und für Heinrich I. war Wilderei genauso schlimm wie Mord. Unter Richard I. wurde sie mit der Entfernung von Augen und Hoden bestraft. Als Bauer mit Land am Waldrand hatte man es schwer. Wenn das Wild die Felder verwüstete, durfte man nicht einmal einen Zaun bauen. Nicht einmal Zäune waren erlaubt? Nein, in vielerlei Hinsicht hatte das Wild mehr Rechte als die Menschen hier. Vielleicht ist das einer der Gründe für die enorme Beliebtheit der Robin Hood-Geschichten. Denn diese feierten die Zeit vor der normannischen Eroberung, als die Wälder noch ein Ort der Freiheit waren. Nun hingegen, seit der Besetzung, stand er für Repression und brutale Strafen. Doch einst waren Wild und Holz für alle da gewesen. Und das vergaß man nie. Wilderern ein Auge herauszureißen oder eine Hand abzuhacken, kommt uns heute sehr wüst vor. Doch Verstümmelung war damals keine ungewöhnliche Maßnahme und das aus gutem Grund. Damit wurden Täter nämlich nicht nur gestraft, sondern auch als solche erkennbar. Es gab ja noch keine Personalausweise. Ein Mann mit nur einem Ohr war ziemlich sicher vorbestraft. Ein gewisser John de Roughton verlor im 13. Jahrhundert ein Ohr durch den Tritt eines Pferdes. Fortan führte er stets eine Bescheinigung mit sich, dass ihm das Ohr aus medizinischen Gründen fehlte. Bei Delinquenten, die zum Tode verurteilt worden waren, richtete sich die Art der Exekution nach dem Hinrichtungsort. In Sandown wurde man lebendig begraben. In Pevensey in den reißenden Fluss geworfen, in Portsmouth verbrannt und in Hastings von einer Klippe ins Meer gestoßen. Hier in Halifax befand sich das Hightech-Zentrum der Hinrichtungstechnologie. Die Stadt war mächtig stolz, eine Guillotine zu besitzen, 500 Jahre bevor der französische Arzt Joseph Guillotin zu ihrem Taufpaten wurde. Aber wie nannten sie es wohl damals? Töten wir ihn mit dem Ding ohne Namen? Mit der Guillotine? Still, Monsieur hat ihm doch noch gar nicht seinen Namen gegeben.
Die örtliche Bevölkerung wollte jedoch nicht so recht den Henker spielen, also bediente man sich einer Form der ausgleichenden Gerechtigkeit. Wenn jemand eine Kuh oder ein Pferd gestohlen hatte, band man um den Hals des Tieres ein Seil, dessen anderes Ende an dem Stift hing, der das Fallbeil hielt. Ein Peitschenhieb! Der Stift flog heraus und der Dieb wurde von seiner eigenen Beute hingerichtet. Wer der namenlosen Guillotine und ihrer Henkerkuh jedoch entkam, konnte zwei Orte suchen. Entweder das Weite oder einen sicheren Zufluchtsort. Viele steuerten gezielt die Stadt Beverly in East Yorkshire an. Denn jeder flüchtige Verbrecher war in Sicherheit, sobald er diesen Stein erreichte. Der Schutzbezirk von Beverly war riesig. Ein Kreis um das Stadtzentrum von 3,5 Kilometern Radius. Und die Grenze war sauber mit diesen Steinen ausmarkiert. Wer den Stein erreichte und berührte, durfte nicht verhaftet werden. Hätten mich meine Verfolger auf dieser Seite des Steins getötet, hätten sie der Kirche 8 Pfund Strafe zahlen müssen. Naja, Zeugen hätte man wohl schon gebraucht. Wer in Beverly Zuflucht suchte, begab sich als erstes zum Münster. Doch auch andere kirchliche Gebäude gewährten Asyl. Hier konnte der Flüchtige erst einmal durchatmen, während die Geistlichen sich um eine friedliche Lösung bemühten. Allerdings nur 40 Tage lang. War die Sache dann immer noch nicht geklärt, musste der Delinquent das Land verlassen. Man wurde mit einem speziellen Gewand, einem Holzkreuz und einem Brandzeichen in Form eines Aas am Daumen versehen und auf dem schnellsten Weg zum nächsten Hafen losgeschickt. Wie viel Zeit man dafür hatte, war von Fall zu Fall verschieden. Einer bekam für die 260 Kilometer von Norwich nach Portsmouth gemütliche 3 Wochen. Ein anderer nur 4 rasante Tage. An der Küste musste man das erstmögliche Schiff nach Übersee nehmen. Und jeden Tag, den man nicht fuhr, musste man als Zeichen guten Willens knietief im Meer herumwarten. Das einzig bekannte Beispiel für Rumplanschen als Form der Bestrafung. Für Asylkonnoisseure hatte Beverly jedoch noch einen ganz besonderen Leckerbissen parat. Die Stadt konnte die 40 Tage Standardzuflucht verlängern. Und zwar bis zum Lebensende. Für den Status eines Dauerflüchtlings musste man sich aber erst einmal qualifizieren. Und zwar mit einem umfassenden Geständnis seiner Verbrechen. Dieses wurde dann hier im Münster von Beverly archiviert. Ich habe hier eine Abschrift davon, sehr spannend. Offenbar war die gewalttätigste Berufsgruppe die der Metzger. Wieso gerade die? Die häufigsten Schuldner hingegen waren Leute aus dem Bauhandwerk. Naja, da hat sich auch nicht viel verändert. Das Münster ist meilenweit zu sehen und man kann sich vorstellen, wie Englands Verbrecherwelt förmlich herbeiströmte, um die Annehmlichkeiten dieses entzückenden Örtchens zu genießen. In London trieben es die kriminellen Pendler zwischen Asyl und Hauptstadt so bunt, dass es Anfragen ans Parlament gab, etwas gegen den Missbrauch der Schutzbezirke als Rückzugsgebiete zu unternehmen. Sie verbergen sich am Tage, bei Nacht aber schwärmen sie aus, um Mord, Raub und andere Straftaten zu begehen. Doch nicht nur die Kirche gewährte den Gesetzlosen Unterschlupf, sondern auch der andere große Stützpfeiler der englischen Gesellschaft, der Adel. So manche Bande hatte ihr Hauptquartier auf Schlössern oder Burgen. In Wirklichkeit unterschieden sich die Gesetzlosen kaum von den Rittern der Aristokratie. Viele waren sogar beides. Die Folwell-Bande zum Beispiel steckte unter einer Decke mit dem Adligen, dem dieser Kasten hier gehörte, Rockingham Castle. Rockingham liegt in Northamptonshire, grenzt aber an 3 andere Bezirke. Da Leicestershire, Rutland dort und Cambridgeshire da drüben.
Und genau hier beherbergte Sir Robert de Vere Flüchtige und Gesetzlose aus allen vier Grafschaften. Sir Robert war eigentlich Verwalter dieser königlichen Burg und Aufseher über die königlichen Wälder. Doch er machte aus dem Anwesen eine wahre Räuberhöhle. Ein Zeitgenosse schrieb: Manchmal suchen 20 oder sogar 30 Männer in Waffen de Vere in seiner Burg auf und verlassen sie bei Nacht wieder. Das dem Ort zugewandte Tor bleibt verriegelt, doch er lässt sie heimlich durch einen Hinterausgang hinaus. Lieferanten finden dann auf der Burg keinen Einlass, damit sie diese bewaffneten Männer nicht sehen. Gruselwusel. Im 14. Jahrhundert erhielt das Parlament denn auch etliche Anträge, gegen diese marodierenden Adligen einzuschreiten. Die Folwills waren raue Gesellen. Ihr Anführer Justus hatte mindestens 5 Morde und eine Vergewaltigung auf dem Kerbholz. Doch endeten sie am Galgen, wie sie es verdienten? Nicht so direkt. Nach 16-jähriger Verbrecherkarriere wurden alle überlebenden Folwills begnadigt und beendeten ihr Leben als Ehrenmänner. Justus hier wurde für seine Verdienste um die Krone gar zum Ritter geschlagen. Doch wie kam der vogelfreie Gewalttäter Justus zu dieser Ehre? Tja, militärische Gründe. Durch die Begnadigung sicherte sich der König die Mord- und Totschlagkompetenz der Gesetzlosen für seine eigenen Zwecke. In Ermangelung eines stehenden Heeres war er auf sie sogar regelrecht angewiesen. In Gesellschaften mit hoher Gewaltbereitschaft stehen Eigenschaften wie Mut und Aggressivität immer hoch im Kurs. Doch England war da ein ganz besonderer Fall. Im übrigen Europa war das Rittertum eine reine Sache der Aristokratie, die Rang und Titel vererbte. In England konnte theoretisch jeder zum Ritter geschlagen werden. Wer nach oben wollte, verdingte sich also als Krieger, wenn es Krieg gab. Oder eben vielleicht als Räuber, wenn nicht. Etliche Jahre nach Justus Folwells Tod schilderte ein Chronist ihn nicht mehr als geläuterten Mörder und Vergewaltiger, sondern als stürmischen und wagemutigen Mann. Damit war aus der Wirklichkeit Legende geworden. Die Geschichten um Robin Hood verknüpften den Mythos vom freien Leben vor der normannischen Eroberung mit dem Mythos der Ritterlichkeit. Die Engländer feierten sich darin selbst als ein Volk tollkühner Banditen. Der Gesetzlose ist also nicht nur eine Randfigur in der Geschichte Englands. Denn in ihm finden wir eine große Portion dessen, was England so englisch macht.